Jetzt die Möglichkeit, per Einwurf für Jonas Auer etwas zu kreieren. Querfeld taucht auf im gegnerischen Strafraum, wie so oft. Großgewachsene Innenverteidiger, so etwas wie der Durchstarter im Kalenderjahr 2022 bei den Rapidlern. An der Seitenlinie immer mit großem Engagement unterwegs. Grüll bleibt am Ball. Page rüber auf Moormann. Gute Weiterleitung davon, Treuff, das ermöglicht Burgstaller den Zug in die Mitte, dann der Schuss ins Außennetz. Fahne vorm ersten Assistenten, zudem oben Stefan Kür hat da eine Abseitsstellung von Burgstaller gesehen. Schauen wir nochmal drauf. Das wäre eine Fehlentscheidung gewesen. Frieser hebt ein mögliches Abseits auf. Aber dadurch, dass der Abschluss dann nicht aufs Tor geht, schwamm drüber. Keine große Sache. Ballgewinn der grün-weißen Grüll mit dem Versuch, Burgstaller einzusetzen. Nicht präzise genug gespielt, dieser Ball. Und Burgstaller bleibt dran, bleibt hellwach in dieser Situation, legt den Ball nochmal quer. Treuff kommt nicht zum Abschluss, dafür aber Knasmüllner, der ja auch eine neue Rolle hat, unter Barisic. Rapid jetzt deutlich dominanter als noch in den ersten Minuten. Man übernimmt hier das Kommando im Spiel. Grüll holt da auch nochmal einen Eckball raus gegen Steinwender, was dieser gar nicht nachvollziehen kann. Nochmal drauf. Steinwender bedrängt. Ja, und für meinen Geschmack hält Grüll den Ball noch im Spiel. Und von Steinwender wird er dann rausbuxiert. Dementsprechend die richtige Entscheidung vom Schiedsrichterteam hier auf Eckball zu entscheiden. Füllbetrieb vor René Svete. Und dann kommt es da zum Abschluss. Anderen Seite des Spielfeldes die Sicht deutlich besser. Flanke und dann ist das 1:0 da für Rapid, Marco Grüll. Viertes Saisontor für Marco Grüll in der Bundesliga. Schauen wir nochmal genau drauf, wie es passiert. Grüll löst sich von Frieser, der da für meinen Geschmack viel zu leicht runter geht. Die Flanke von Auer kommt perfekt. Das weiß man, dass Auer flanken kann. Dann steigt Grüll hoch, lässt Svete in dieser Situation keine Chance. Für mich ist da alles sauber, auch wenn Frieser sich beschwert. Und der Treffer wird auch nach dem Check des VARs anerkannt. Da ist Moormann der zentrale Mann unter Barisic, der das Spiel eröffnet. Das ist ein wiederkehrendes Muster.
Krüll, dann wieder die Flanke, gefährlich. Also diese Flanken von Jonas Auer, die haben es in sich am heutigen Tag. Hat das 1:0 durch Krüll vorbereitet und jetzt auch diese Möglichkeit für Burgstaller nach dem misslungenen Abwehrversuch der Hartberger in dieser Situation. Okanaidin bringt da den Ball nicht weg, aber dann fehlt die Präzision von Burgstaller. Und das gelingt ganz gut am heutigen Tag, aber nicken mir die Hartberger nicht unbedingt zu 100% sattelfest. Wenn es schnell geht, wenn Rapid kombiniert, den Ball laufen lässt. Und da gab es dann eben auch dieses 1:0 für die Rapidler. Foulentscheidung gegen Krüll in dieser Szene. Marco Krüll, der Torschütze zum 1:0. Dementsprechend zu Recht dieser Treffer nicht anerkannt von Schiedsrichter Ebner. Aber Rapid muss jetzt aufpassen, dass man da nicht einen Treffer kassiert. Auf der anderen Seite gleich wieder die nächste Möglichkeit. Diesmal für die Grünen. Marco Krüll mit dem Abschluss, nachdem er sich da zuvor den Ball gekonnt runternimmt. Und wieder Marco Krüll, unangenehm, schwer zu verteidigen in dieser Situation für die Hartberger Defensive. Dann geht die Fahne hoch von Stefan Kür, dem ersten Assistenten. Also wir schauen nochmal auf diese nächste gefährliche Flanke von Stefan Auer, Jonas Auer. Und dann der Abschluss von Krüll, noch leicht abgefälscht. Kombination gemeinsam mit dem, ja, wenn man so will, Achter Knasmüller. Riesenchance für Rapid. Funktioniert. In diesem Fall Thorsten Schick plötzlich ganz alleine vor Svete. Definitiv mehr drinnen. Der Schuss geht am Tor vorbei. Feldhofer nach Rücksprache mit Macho zu dieser Entscheidung gelangt. Gartler ist die Nummer 2 bei Rapid im Tor. Edel, der Jüngere, mit vielleicht auch der besseren Perspektive, und er hat diese Entscheidung definitiv auch mit guten Leistungen bestätigt. Rapid wieder über die rechte Seite. Erklärungsversuch der Hartberger etwas unorthodox. Providence muss da nochmal das Tempo rausnehmen. Ermöglicht den Rapidlern, in diese Pressing-Situation zu gehen. Und hat der französische Offensivspieler Glück, dass es da das Foulspiel gegen Rapid gibt. Eine Minute gibt es noch drauf in dieser ersten Hälfte. Treffer hat sich durchaus abgezeichnet. Es gab eben die eine oder andere richtig gefährliche Möglichkeit für die Hartberger. Kleines Eizerl hat bislang immer gefehlt vor diesem Treffer, und jetzt aber war es soweit. Die Reaktion von Rapid kommt sofort. Man versucht nochmal für Betrieb zu sorgen. Eine Minute gibt es noch drauf. Letzten Sekunden laufen. 7 Minuten das Spiel unterbrochen. Das ist hier bereits mit einberechnet auf unserer Uhr. Mal der Einwurf von Auer. Ich denke, Burgstaller wurde da getroffen vom Gegenspieler. Vorbei am Nebel, und da zeigt sich dann, dass das ein Foul war. Sechs Tore nach ruhenden Bällen auf Seiten der Rapidler in dieser Saison. Svete in Erwartung der Flanke von Marco Krüll zu Zentral. Direkt auf den Goalie, der dann zupacken kann. Spieler mit Heil und Farkas. Für die heißt es also heute aufpassen.
dann ist das nächste Spiel den Frühjahrsauftakt zu verpassen. Da geht es dann gegen die SV Ried. Aus Sicht der Hartberger natürlich eine eminent wichtige Partie. Jetzt die Chance für Schick. Abschluss drüber. Der rechte Flügel von Rapid plötzlich mit der Möglichkeit. Eine Situation in Minute 41 gab es bereits, wo Thorsten Schick nahe dran war an einem Treffer. In diesem Fall wird er da in letzter Sekunde noch bedrängt. Marco im Rückwärtsgang. Das war durchaus wichtig, dass er da noch ranschnuppert und den Abschluss von Schick zumindest behindert. Grün jedenfalls mit dem Ball rein in den 16er, zu zentral der Kopfball. Aber sonst eine recht gute Variante. Jürgen Heil mit dem Abschluss. Also gab Möglichkeiten auf beiden Seiten, um hier was draufzusetzen. Ich denke, wir können uns da noch auf eine sehr, sehr interessante Schlussphase gefasst machen. Dieser Schuss von Knasmüllner, auch nicht ungefährlich. Und das nochmal der Abschluss von Heil. Müllner nähert sich an. Da gibt es Missverständnisse und die direkt darauffolgende Diskussion zwischen Svete und Karamako. Und dem Goli da gar nicht gefallen, dass Knasmüllner derartig frei zum Abschluss gekommen ist. Soran Barisic hat vor dem Gegner gewarnt, hat gemeint, das ist ein angeschlagener Boxer und die sind oft sehr gefährlich. Diese letzte Intensität hat man bei Rapid bislang nur in der Anfangsphase wahrgenommen. Jetzt ist der Hartberg für meinen Geschmack aggressiver unterwegs in dieser Partie. Rapid braucht eine Leistungssteigerung, um hier noch mehr rauszuholen. Entscheidung, Foulspiel gegen einen Rapidler. Mormann. Knasmüllner. Geht da ins 1 gegen 1. Läuft sich in dieser Situation fest und dann gibt es dieses Foulspiel von Knasmüllner. Das schon sehr hart war und völlig unnötig, weil der Ball da nicht mehr wirklich mit dabei war. Und schauen wir mal auf Nicolas Kühn. Erste Aktion zeigt gleich sein technisches Potenzial. Auch Zimmermann gleich involviert. Also diese beiden Wechsel, die sollten die Offensive doch deutlich beleben. Und das könnte noch zum Problem werden aus Sicht der Hartberger. Zu zeigen, dass er eine echte Verstärkung für die Hartberger ist. Bittler zünden nochmal ein Feuerwerk. Ich meine damit die Fans. Mal schauen, ob das auf dem Platz auch nochmal passiert. Die Rapid-Viertelstunde beginnt. Und die ist in dieser Saison endlich wieder zu dem geworden, was sie eigentlich sein sollte. Kommt jetzt wieder ihre Bedeutung nach, wird dieser gerecht. 9 Tore in der Schlussviertelstunde. Zimmermann, gute Drehung, dann der Versuch reinzuziehen. Kein Foulspiel nach Einschätzung von Schiedsrichter Ebner. Und dann leiste ich voll inhaltlich Zustimmung. Mit Training noch bis ja, ca. Mitte Dezember bei Rapid beispielsweise. Auch noch einige Testspiele, aber dazu später mehr. Jetzt die Möglichkeit für Grün. Er versucht da einen Hybrid aus Schuss und Hereingabe auszupacken. Hartberger bleiben im Ballbesitz.
Ja, Aydin natürlich abgekämpft. Hat sich voll verausgabt und seiner Mannschaft mit dem Treffer zum 1:1 sehr viel gegeben am heutigen Tag. Was macht Rapid? Koselnik legt nochmal quer auf Burgstaller. Er geht ins Dribbling, bringt den Ball nicht rein ins Zentrum. Also für diese letzten Minuten nochmal für Sie der Blick auf das, was auf dem Spiel steht. Überwintert Hartberg als Letzter. Nach aktuellem Stand wäre das der Fall, aber man hat eben nur einen Punkt Rückstand auf die Rieder. Die 0:2 Tirol zurückliegen. Mit einem Sieg würde Hartberg die rote Laterne der Bundesliga über die Winterpause abgeben an die Innviertler. Das muss jetzt das große Ziel sein für diese Schlussminuten für das Team von Klaus Schmidt. Und das würde dem Coach natürlich auch helfen bei seiner Ambition, Trainer zu bleiben. Aber Rapid hat natürlich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Nach aktuellem Stand die Grünen runtergerutscht. Sören Barisic hat das vorerst mal geschafft. Und es wird ein hochspannendes Frühjahr in der Bundesliga in vielen Bereichen. Kühn versucht's. Und der Ball noch abgefälscht. Nicolas Kühn, technisch sicher einer der besten Fußballer in der Bundesliga. Das hat er mehrfach gezeigt. In diesem Fall ist da Caramacco noch dran gewesen. Sonst hätte der womöglich eingeschlagen, dieser Schussversuch von Kühn. Foulspiel eines Rapidlers, die Einschätzung von Schiedsrichter Ebner. Der Querfeld steigt hoch. Am Engagement liegt sicher nichts bei Klaus Schmidt. Der gibt alles für seine Tätigkeit als Profitrainer. Jonas Auer. Ein guter Antritt. Die Rapidler kommen noch einmal. Nochmal der Versuch, über Krivak zu kontern. Das wäre natürlich eine Geschichte, wenn gerade er vielleicht noch hier entscheidend in Erscheinung tritt in dieser Schlussphase. Ausgerechnet der Leihspieler von Rapid. Flanke nicht uninteressant und das gibt die Chance. Und da ist der Treffer. Minute, Bernhard Zimmermann mit dem 2:1 für Grün-Weiß. Und da gibt es jetzt natürlich auch noch mal heftige Reklamationen von Seiten der Hartberger. Schauen Sie mal auf die Emotion von Alexa Page in Richtung der Fans. Auch Moormann noch mal mit der Aufforderung, Gas zu geben. Bernhard Zimmermann macht es am Ende. Und es ist sein 5. Saisontor, wenn dieser Treffer Bestand hat. Wird natürlich alles nochmal genau gecheckt. Dieser Zweikampf zwischen Burgstaller und Rotter ist natürlich ein Thema. Aber Schiedsrichter Ebner lässt diese Szene weiterlaufen. Und die Frage ist, ob dieser Einsatz von Burgstaller noch regelkonform ist. In diesem Fall sehe ich da nicht unbedingt eine klare Fehlentscheidung. Und das ist natürlich auch ein Kriterium. Der Abschluss von Kerschbaum wird dann noch abgefälscht, sodass Svete nicht mehr rankommt. Da passt dann alles zusammen vom Timing her bei Zimmermann, der reinzieht. Und sich nicht mehr am Abschluss hindern lässt. Und für Sorgenfalten beim gegnerischen Trainer. Das ist in dieser Situation auch ganz deutlich zu sehen. Nächste Möglichkeit für die Grünen. Ja,
Der Hartberger versucht jetzt natürlich alles nach vorne zu werfen und dadurch ergeben sich dann auch Räume für die Grünen. Das sieht schon ein bisschen nach Resignation aus bei Caramarco. In der entscheidenden Phase eines Spiels. Und Rapid beginnt jetzt auf Zeit zu spielen. Es läuft die zweite Minute der insgesamt mindestens vierminütigen Nachspielzeit. Gibt es noch einen Lucky Punch für die Hartberger, um dieses Spiel auszugleichen? Oder setzt Rapid vielleicht sogar noch was drauf? Viel Platz jetzt auch für Nick Kühn, der zieht in die Mitte und schließt ab an die Stange. Svete versucht da alles, kommt nicht mehr ran an den Ball, hat das Glück des Tüchtigen und es geht nochmal in die andere Richtung. Über Elon Almog. Also das ist die Möglichkeit für den deutschen Siebener von Rapid, diese Begegnung endgültig zu entscheiden. Pitzig zum Abschluss mit 2:1 gegen Hartberg. Soran Barisic holt aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte. Haben Sie es einfach drauf als Trainer? Nein, so eine Mannschaft hat es drauf. Ich spiele ja nicht Fußball, sondern die Jungs und schön. Jetzt, das eine sind natürlich die Ergebnisse, die Resultate. Das eine Mal hast du Glück, das andere Mal hast du Pech. Das ist auch so im Fußball, aber insgesamt gesehen, wie es sich entwickelt hat in den letzten Wochen, hat mir auch sehr viel Grund zur Freude gegeben. Auch die heutige Leistung durchgehend? Oder haben Sie gedacht, hat mir nicht alles gefallen? Natürlich nicht. Wir haben speziell in der ersten Halbzeit nach dem Führungstreffer haben wir es zwar verabsäumt, den einen oder anderen zwar draufzulegen, aber wir sind nicht so in die Zweikämpfe reingekommen, waren etwas zu langsam im Kopf, waren nicht so aktiv, waren auch im Spiel mit dem Ball zu passiv, haben zu leichte Fehler gemacht. Und so haben wir eigentlich Hartberg auch eingeladen zum Ausgleichstreffer, der kurz vor der Halbzeit dann passiert ist, verdient. Und in der zweiten Halbzeit war es so, dass wir zwar das Spiel kontrolliert haben und auch die eine oder andere Torschance gehabt haben. Und schlussendlich sind wir glücklich, dass wir kurz vor Schluss die Siegestor erzielt haben. Muss aber trotzdem auch den Hartbergern ein Kompliment machen. Sie haben uns das Leben heute sehr, sehr schwer gemacht. Ist Zimmermann der perfekte Joker? Es ist, und das sage ich jetzt auch bewusst, im Fernsehen, in der Öffentlichkeit, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft und wir haben sehr, sehr viele Spieler, vor allem im Offensivbereich, wo es sich jeder verdienen würde, von Anfang an zu spielen, auch durchzuspielen. Ich habe oft die Qual der Wahl und es ist aber schön, immer wieder zu sehen, dass Spieler, die wir reinbringen, dem Team nochmal frische Energie zuführen können, neuen Input geben können. Und freut mich natürlich auch für den Zimmerl, dass er heute wieder getroffen hat. Er hat diese Qualitäten von der Energie her, von der Ausstrahlung her, vom Willen, von der Leidenschaft her. Und ist auch natürlich ein Spieler, der sich mehr Minuten verdienen würde. Soran, Sie sind ja dann auch zu den Fans hingegangen. Dann hat er gesagt, einmal noch und ich breche ab. Wie waren die Momente mit den Fans? Haben Sie das verstehen können? Oder haben Sie auch gesagt, Burschen, hört jetzt auf, warum macht ihr das? Nein, es war sehr wertschätzend und sehr respektvoll. Zunächst einmal habe ich mich bedankt für die tolle Unterstützung, zum einen. Und zum anderen habe ich gesagt, es gibt ein paar Böller, die sie noch aufheben können, weil in Kürze kommt der Silvester. Ja. Wie verbringen Sie Silvester als Rapid-Trainer? In aller Ruhe mit Familie, mit Freunden. Aber die Frage war es als Rapid-Trainer. Bitte? Als Rapid-Trainer war die Frage. Ach so, das weiß ich nicht. Das wird man schon sehen. Gab es schon Gespräche mit dem zukünftigen Präsidium? Nein, noch nicht. Es hat einige lose Gespräche gegeben, wenige. Man wird sehen, wie es dann weitergeht. Wenn es dann etwas zu verkünden gibt, dann wird es natürlich gemacht. Aber schauen wir mal. Sie würden gern? Die letzten paar Wochen haben wir zwar sehr viel Spaß gemacht, aber war natürlich auch sehr, 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 sehr intensiv. Es war keine einfache Phase,
für alle Rapid-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es war eine Prüfung, wie ich es schon einmal formuliert habe, für uns alle. Und ja, wir sind da durchmarschiert und durchgegangen, haben uns nicht beirren lassen. Und das ist, es passiert immer wieder so etwas im Laufe einer Karriere oder im Leben. Und das ist aber ganz wichtig, dass man da wieder rausfindet, und das haben wir. Dankeschön. Gern geschehen. Ja, wir haben von Anfang an gewusst, es wird ein sehr schwieriges Spiel und es wird ein sehr hartes Spiel. Der Platz ist nicht so optimal, nicht so gut wie bei uns, und das haben wir gewusst. Und wir sind sehr froh, dass wir die 3 Punkte mit haben nehmen vor der langen Pause. Und, nach dem Friedenstreffer gab es dann die Unterbrechung in den Feuerwerkskörpern. Wie mühsam ist es, dass das die eigenen Fans verursachen? Ja, ich sage jetzt also nichts, aber es kann sich auch jeder selber denken. Mit was für einem Gefühl geht man jetzt in diese lange Winterpause? Es war ein sehr wichtiger Sieg vor der langen Pause. Jetzt wird nur trainiert und dann die verdienten Feiertage. Welchen Anteil hat Soki Barisic daran, dass die Mannschaft sich jetzt langsam stabilisiert? Ich glaube, er gibt uns sehr viel Selbstvertrauen. Er ist ein sehr positiver Trainer. Das merkt man im Training und auch im Spiel. Und ich glaube, das gibt jedem was. Würden Sie ihn persönlich gerne weiterhin auf der Seitenlinie stehen haben im Frühjahr? Ich glaube, jeder ist dafür, dass er Trainer bleibt. Und ich hoffe, es wird so funktionieren. Dankeschön. Danke. Bernie, 2:1 Aussetzung in Hartberg, Siegestorschütze. Wie gut tut dieser Sieg heute dir und der gesamten Mannschaft? Ja, also ein Sieg tut immer gut, und überhaupt jetzt, wenn es dann im Winter reingeht, ist ein richtig gutes Erfolgserlebnis. War, würde ich jetzt sagen, ein hart umkämpfter Sieg, und für mich natürlich ist auch sehr schön. Ja. Wie hast du das Spiel generell erlebt? Ja, also die ersten 5 Minuten haben wir nicht so gut reingefunden. Danach war es dann richtig gut, auch mit der Drangphase haben wir das Tor geschossen. Und ja, nachdem wir da alle in der Kabine gegangen sind, haben wir nicht mehr so den Zug gefickt, haben uns reindrängen lassen, auch zweite Halbzeit. Aber ja, dann ist zum Glück ein gewisser Schwung durch die Mannschaft gegangen und haben wir dann das Tor auch erzwungen, würde ich sagen. Okay. 2:1 Auswärtssieg in Hartberg. Wie schaut deine Analyse heute aus? Ja, es war genau das Spiel, was wir erwartet haben, ein enges Spiel. Ich glaube, wir waren selber schuld, dass wir Hartberg wieder zurück ins Spiel haben lassen. Haben eigentlich mit dem 1:0 eigentlich so gefühlt alles im Griff, haben durch den Schicke noch eine gute Chance gehabt. Da sind wir zu passiv gewesen. Wir haben unser Hartberg, ich glaube, verdient den Ausgleich gemacht, wenn wir sie auch ins Spiel haben kommen lassen. Ja, und dann zweite Halbzeit war es eine enge Partie, eine Schnittpartie, und ja, momentan ist das Glück auf unserer Seite, kann man sagen. Vielleicht hätten wir früher ein Tor schießen können noch, aber ja, wenn man so spät natürlich 2:1 schießt, dann ist es natürlich ein glücklicher Sieg. Wie gut tut dieser Sieg vor der Winterpause jetzt noch? Ja, extrem wichtig, extrem wichtig. Jetzt ist es in 2 Monaten kein Spiel, und vor allem das letzte Monat, glaube ich, haben wir gut Punkte gesammelt. Ich glaube, das war halt von der Leistung selber, aber es halt nicht da, war das kein gutes Spiel von uns. Das ist ausbaufähig. Aber genau solche Siege muss man einmal einfahren, und das ist auch ein positives Zeichen. Klaus Schmidt will seinen Rauswurf verhindern, Zoran Barisic seinen Erfolgslauf fortsetzen. Die Partie beginnt mit Verspätung, weil Rapid-Fans das Stadion einnebeln. Rapid in Grün-Weiß zum ersten Mal in dieser Saison mit derselben Startelf wie in der Runde davor. Den ersten Glanzpunkt setzt aber Okan Aydin schon nach 10 Sekunden in diesem Spiel. Er behält den Überblick im Nebel, und Niklas Hedl hält den ersten Schuss, um das Ganze zu stoppen, und das scheint zu gelingen. Jürgen Heil, gutes Zuspiel auf Providence, aber das Handspiel, liebe Zuschauer, ist klar zu sehen. Providence sieht's anders, meint, es war die Schulter, aber es war dann schon auch der Arm nach diesem wirklich guten Zuspiel von Jürgen Heil. Das Tor gilt natürlich nicht. Gute Phase von den Hartbergern gegen Ende der ersten Hälfte. Wieder Jürgen Heil. Okan Aydin umkurvt Hedl, und dann um Gottes Willen denken sich viele Hartberg-Fans, auch Klaus Schmidt ist fassungslos. Ja, gibt's denn das? Heil genau in die Schnittstelle, kein Abseits. Aydin macht alles richtig, nur der Abschluss misslingt. Richtige Klasse-Szene von Rapid. Und es geht weiter mit hervorragenden Zuspielen. Schauen Sie sich dieses an. Von Dominik Frieser. Auch Aydin nimmt den Ball mustergültig mit. Und jetzt klappt's. Jetzt verwertet er. Jetzt trifft er. 1:1 in der 44. Minute. Das präzise Zuspiel von Frieser. Genau zwischen Querfeld und Koselnik. Und dann technisch brillant von Aydin, wie er sich den Ball mitnimmt und dann souverän abschließt.
zu diesem Zeitpunkt durchaus verdienten Ausgleich für die Hartberger. Ja, der TSV verliert eben mit 1:2 gegen Rapid. Klaus Schmidt, war das sinnbildlich für die bisherige Saison heute? Ja, man kann jetzt fast so sagen, ich denke, dass ich heute da TSV Hartberg von ihrer sehr, sehr guten Seite gezeigt hat. Wir haben bewiesen, dass wir kämpfen können. Wir haben bewiesen, dass wir Fußball spielen können. Und wir haben auch bewiesen, dass wir das ein oder andere Tor machen können. Aber ja, am Ende dürfen unsere Spiele leider nur 86 Minuten dauern. Dann wären wir wahrscheinlich Vierter. Und somit war das heute natürlich wieder am Ende ein Nackenschlag, aber die Mannschaft hat sich wirklich top präsentiert. Ja, können Sie es festmachen, warum dann eben dann doch wieder dieser Nackenschlag kommt? Ja, ich denke vielleicht, dass es eine psychologische Geschichte ist, dass man sagt, ja, man hat vielleicht sogar Angst vor dem Gewinnen schon. Und es wird dann einfach nicht sein. Und warum das so ist, ob wir jetzt einen Elfmeter kriegen oder in einen Konter laufen oder einen Ball von der Seite kriegen, das ist ja nichts, was sie wiederholt, sondern es ist einfach die Zeit, die sie wiederholt. Und und das tut einfach weh. Ja, der TSV eben überwintert auf dem letzten Tabellenplatz. Es gibt die ganzen Geschichten heute eben wieder diesen Nackenschlag. Was macht denn das persönlich auch mit Ihnen? Ja, dass das nicht lustig ist, ist klar, wenn man sieht, wie seine Mannschaft da sich einfach über 87 Minuten hervorragend präsentiert und man wirklich immer wieder das Gefühl hat, dass man die Partie auch gewinnen kann, dann tut das natürlich weh. Ja. Was haben Sie für ein Gefühl, wie sich der Verein entscheiden wird in der Analyse? Das wird man sehen, das kann man jetzt nicht sagen. Ich denke, dass man heute trotz der Niederlage ein Statement abgegeben haben, dass die Mannschaft von der ersten Minute an Fußball gespielt hat, dass das ein Arsch und ein Gesicht gehabt hat, dass das aber dass man natürlich auch hier und da verwundbar sein, ist klar, aber ich denke trotzdem, dass sich die Mannschaft top verkauft hat und ob das dann jetzt einen glücklosen Trainer, der aktuell glücklos ist, ob das dann ein Indiz ist, dass man sich entscheidet, mit dem Trainer nicht mehr weiterzumachen oder ob man sagt, 2023 bringen wir die Partien drüber, das kann nicht ich entscheiden und deswegen bin ich einfach stolz, dass die Mannschaft heute so ein Statement abgegeben hat, dass es nicht für einen Punkt gereicht hat, ist natürlich schuld.